Podcast. Hallo und willkommen hier zur 492. Ausgabe vom KinoCast. Heute wieder in voller Besetzung. Hallo Kate. Hallo. Und hallo Chris, der Rückkehrer. Hallo, ich wusste gar nicht, dass schon losgeht. Ich bin ein bisschen überfordert. Schwer verletzt hier, hat er sich hier ans Mikrofon geschleppt. Hat es gerade noch so geschafft, den Regler hochzudrehen. Ja. Und wir haben ja die 492. Sendung. Unsere Kollegen vom Sneakpot, die sind schon ein bisschen weiter. Die sind schon über 500 noch was. Und die haben jetzt aber die 500. Folge aufgenommen. Wir haben aber vorher leider nicht uns gemeinsam irgendwie zeitlich eingefunden, um da einen Gruß aufzunehmen, weil da sollte man nämlich ein paar Grüße schicken. Also von hier aus, von mir auf jeden Fall, viele Grüße, alles Gute zum 500. Jubiläum, auf die nächsten 500 bei euch. Wir sind ja dann auch bald soweit. Ziehen nach. Schließe ich mich an. Ja, bin ich voll dabei. Und auch wenn wir nicht jetzt hier so eine Jubiläumsfolge haben, bei uns ist die Sendung pickepacke voll mit Sneakfilmen und mit Kinofilmen und ein bisschen Serie sehe ich hier. Und wir nennen noch die Gewinner von dem Spacewalker-Gewinnspiel. Die hatte ich eigentlich schon für letzte Woche gezogen, dann hat es aber nicht geklappt mit Aufnehmen. Aber zuerst fangen wir an mit dem ersten Sneakfilm, den wir in der Zwischenzeit gesehen haben, nämlich Flatliners. Flatliners, den Film gab es ja, ich glaube Anfang der 90er war das irgendwie, den hatte ich mir mal damals aus der Videothek dann ausgeliehen, wenn ich mich recht erinnere, mit Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, damals von Joel Schumacher gedreht, der damals ziemlich angesagt war, der hat ja auch, glaube ich, Falling Down und sowas gemacht. Und es ging in dem Film damals darum, dass sich ein paar junge Studenten, die sich gegenseitig beobachtet haben auf Arbeit und gesehen haben, oh, derjenige, der ist richtig gut in der Unfallchirurgie, der kann richtig gut wieder Leute wieder zurückholen ins Leben, und die sprechen dann auch mit den, die quasi an der Schwelle des Todes standen, und finden das halt total spannend und finden da ihr gemeinsames Interesse und kommen dann auf die Idee, doch mal das nachzustellen und irgendwie so weit wie möglich so mal für ein paar Sekunden tot zu sein und wieder zurückzuholen ins Leben. Das war die Handlung von dem 1990er Film, und witzigerweise ist genau das die Handlung von diesem neuen Film. Also nichts Neues bringt dieser neue Film, bloß dass jetzt Ellen Page spielt so eine Medizinstudentin, an der das alles ein bisschen aufgehängt ist, so ein bisschen die Rolle, die damals Kiefer Sutherland hatte. Ist jetzt halt hier eine Frau, die das Ganze hauptsächlich treibt. Die anderen kannte ich jetzt eher nicht so. Diego Luna, James Norton, Kiersey Clemons und Chris kannte, glaube ich, die Nina Dobrev. Ja. Wie kann man Nina Dobrev nicht kennen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Werde ich nachher mal googeln, aber ich glaube, das ist Not Safe for Work, die ist was da kommt. Vampire Diaries. Ach so. Okay. Not Safe for Work, also jetzt aber. Okay, also in dem neuen Film spielt sogar jemand von der alten Truppe eine kleine Nebenrolle, fast ein Cameo-Auftritt kann man es nennen. Ja, aber ansonsten ist es eigentlich wie gehabt, dass sie sich versuchen, über diese Nahtoderlebnisse, dass sie da versuchen zu entdecken, was passiert da an der Schwelle des Todes, was passiert da im Gehirn, welche Halluzinationen entstehen oder sind es vielleicht gar keine Halluzinationen, und sie nehmen dann halt auch so ein paar, ich sag mal, Dämonen mit in die Real World dann mit rüber, die sie dann verfolgen. Und ja, ich glaube, so kann man das sagen, oder? Also sowas von einem unnützen Remake habe ich lange nicht gesehen. Oder wie ging es euch da? Bis auf Nina Dobrev, die Klammer. Ich war halt abgelenkt von Nina Dobrev, aber... So geil ist die jetzt auch nicht. Man kann's anders. Ja, Gott sei Dank sind der Geschmäcker verschieden. Also sagen wir so, die Story war altbekannt, nichts Neues. Die Umsetzung war, für mich ist der Film irgendwann abgedriftet mehr in die Horror-Ecke. Also war ja im Original auch. Ja, aber ich habe es im Original irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Aber ist ja wurscht. Fand ich damals extrem gruselig. Also es war halt, ja, es ist halt 20 Jahre her.
10. Ja. 30, fast 30. Das, oh, seitdem hast du Kinder und alles, das ist alles ganz anders gruselig, ich weiß, aber. Aber, ja, weiß auch nicht. Also die Stimmung, die der Film versucht hat zu erzeugen, die Message, wo er versucht hat zu schicken, muss ich ehrlich sagen, kam bei mir im Original glaubwürdiger rüber. Also, was heißt glaubwürdiger, aber halt einfach besser, fand ich besser darüber. Aber was halt der große Vorteil von der Neuverfilmung war oder ist, ist Nina Dobrev. Ja, aber ja. Nee, aber gedreht hat es ja der Nils Arden Oplev, heißt der. Der Nils? Ja. Der hat ja auch zum Beispiel bei Mr. Robot oder sowas, hat er ja quasi die Pilot-Episode damals gedreht, von der das alles ausging damals. Ja, oder hier diese ganzen Verblendungen oder hier diese Millennium-Filme da in dem skandinavischen, also das skandinavische Original. Ja, naja, aber ach, ich weiß auch nicht. Also vom Original, der ist mir irgendwie sehr, sehr prägend noch in Erinnerung, weil ich den irgendwie ziemlich gut fand. Was da halt der größte Unterschied zum neuen Film ist, dass mir die Motivation der Hauptcharaktere außer irgendwelche Karrieregeilheit, ja, und damit sowas zu rechtfertigen, das konnte ich nicht nachvollziehen, weil zum einen, das sind alles irgendwie, werden die zumindest als intelligente Leute, halbwegs intelligente Leute dargestellt, wenn die da Medizinstudium sonst was haben und in der Position dort arbeiten können. Und dann, die müssen eigentlich auch wissen, dass selbst wenn sie damit durchkommen, dass ja, sie können zwar irgendwas veröffentlichen, allen sagen, wow, was haben die denn gemacht, aber die Konsequenzen für ihre Karriere sind eigentlich da absehbar, dass das eben dann, wenn die solche illegalen Sachen machen. Aber ja, aber das ist ja das, dass dann wahrscheinlich das vielleicht auch wieder umswitchen kann in okay, die haben es am Selbstversuch gemacht, die haben ja nur sich selbst gefährdet und boah, vielleicht gelten sie dann als die großen Pioniere. Und du weißt ja, wenn sie nicht mehr weiter wissen, sagen sie einfach, ich bin schwul. Und dann ist alles gut. Entschuldigung. Unsachlich. Ja, aber ich werde unsachlich. Was bei dem Original halt wesentlich besser war, war, dass die eben mit etlichen Patienten gesprochen hatten und jeder für sich hat so irgendwie erkannt, dass da irgendwas Interessantes ist, was er gerne mal erfahren würde. Und sie haben sich auch länger gegenseitig in der Arbeit beobachtet. Das heißt, das, was hier so war wie, ja, ich bringe mich jetzt um, du holst mich bitte zurück, ja, ja, hey, wem würdest du denn dein Leben anvertrauen? Das muss schon jemand sein, wo du sagst, okay, der weiß, was er tut, ja, und das kam im Original wesentlich besser rüber, dass die halt so ein gegenseitiges Vertrauen hatten, diese ganze Gruppe. Hier hatte ich immer das Gefühl so, ja, die sind jetzt in dem Moment da gerade zusammengewürfelt worden und boah, nee, also war für mich absolut nicht nachvollziehbar von Anfang bis Ende. Und wir haben ja nun viele oder einige, sag mal, 80er, 90er Remakes oder Fortsetzungen oder irgendwas gesehen. Ich sag mal, Stephen King's S, was wir letztens hatten, das war ja, wir haben ja sehr viel vom Original genommen. Und selbst wenn man Blade Runner nimmt, da war ja wirklich der neue Film hat dem alten eben noch was draufgesetzt und hat das in seiner Weise irgendwie weitergemacht, aber das hier ist einfach sowas von unnötig und sinnlos. Nee, ich habe mich so geärgert während des Films. Ich dachte, ärgerst dich immer noch, wie man ich dachte, ja, wäre vielleicht cool, das so im neuen Stil zu bringen. Ja, aber es kam ja, die neuen Schockeffekte und so, die kamen ja im neuen Stil, aber das reicht ja nicht. Hat mir nicht gereicht. Ja, haben nicht gereicht. Und wie gesagt, von den Schauspielern her fand ich es gar nicht mal so schlecht besetzt. Also jetzt mal abgesehen von Nina Dobrev, die man gar nicht oft genug erwähnen kann. Ich meine, Ellen Page ist eigentlich, ich mag Ellen Page als Schauspielerin, ich finde es schon. Die bringt das schon rüber, aber ja, wie gesagt. Wie hieß nur die eine, die Marlo gespielt hat, die sah ganz gut aus. Marlo, Nina Dobrev war das. Ah, okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war Nina Dobrev. Aber mein Gott, wer bin ich, der sagen kann, ja, Nina Dobrev ist halt cool, aber ich kriege übrigens, jedes Mal, wenn ich den Namen Nina Dobrev sage, kriege ich vom Management von Nina Dobrev, kriege ich 5 Euro überwiesen. Also deswegen möchte ich ganz kurz noch. Nur du oder kann man da hier? Ja, exklusiv, so, ich habe auch ein, okay, T-Shirt mit Nina Dobrev drauf, deswegen. Okay. Wie fandst du denn die Kate? Die sagt gar nicht dir. Die fand Nina Dobrev gut. Ach so.
Also mal abgesehen davon, dass die Charakter Marlowe tatsächlich von Nina Dobrev gespielt wurde, fandet ihr also beide die gleiche Schauspielerin geil. Ich finde den Film mega schlecht. Ja? Ja. Ich fand ihn einfach nur langweilig. Ich fand ihn total flach. Also ich fand die Charaktere waren überhaupt nicht abgezeichnet. Ich fand, dass der Hintergrund, warum die das machen, ja, den fand ich einfach viel zu blass. Wie du ja gesagt hast, es kam eigentlich nur diese Karrieregeilheit dabei raus. Man hätte noch viel mehr auf diese Geschichte von der Courtney eingehen können, mit ihrer Schwester, mit diesem Unfall. Dass sie da halt diese Affinität her hat mit dem, was passiert nach dem Tod. Und da muss ich echt sagen, das Original ist um Meilen besser. Also ja, da. Völlig unnötig. Wieder ein schlechtes Remake, es tut mir leid. Ja. Dann, es sei denn, jetzt hat noch jemand was, sonst würde ich sagen, wir machen hier einen Haken dran. Mhm. Was habe ich denn eigentlich in unserer Gruppe? Machen eine Nulllinie dran, ja. Was habe ich denn eigentlich in unserer Gruppe? Ist schon so lange her. Ich wäre jetzt so ungefähr bei 3 Punkten, wäre ich ungefähr. Ja, ich auch. Jetzt haust du aber rein, also. Mal gucken, was ich da gegeben habe. Das war der andere Film. Flatliners. Ich habe 4 Punkte gegeben. Okay, ja. Er ist in der Erinnerung schlechter geworden. Aber ich habe sogar nur 2 gegeben. Ach, siehst du mal. Na, dann sag ich jetzt auch 3. Ja gut, aber dann... Also, 2. Du gibst die Nina Dobrev Punkte hier, okay. Ich gebe die Nina Dobrev 5 Punkte in dem Fall. Also Nina Dobrev reißt das für mich auf 5 Punkte hoch, deswegen. Ich möchte übrigens mal erwähnen, wie toll der Chris, der ihren Nachnamen ausspricht. Dobrev? Dobrev. Dobrev. Ja. Know your girls heißt sie, ne? Ja. Nina Dobrev. Eine Bulgarin. Ja. Tja. Cool, wir hatten noch einen zweiten Sneak-Film mittlerweile, weil wir hatten ja eine Woche nicht aufgenommen. Das war der Film Detroit. Und es geht hier weder um Eminem, noch um Rapper, noch um die Autoindustrie, na, vielleicht im Entferntesten, sondern es geht um eine Begebenheit im Jahre 1967, in der, ja, die quasi so mitten in so einer Art Rassenunruhen, die dort entstanden sind in diesem Stadtteil passiert ist. Der Film ist von Catherine Bigelow gedreht, die ja zum Beispiel den ersten Point Break, Gefährliche Brandung gemacht hat oder Strange Days oder auch zuletzt den Oscar-Film The Hurt Locker. Hat mir auch in der Sneak gehabt und in dem Film spielt der Zero Dark Thirty hat sie auch gemacht gehabt. In dem Film spielt der John Boyega die fast Hauptrolle, möchte man sagen. Obwohl Verräter! Wie, was? Hä? Sieht man, sieht man schon auf dem... Ach so, okay. Wollte gerade sagen, sieht man schon auf dem Kinoposter. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwas gespoilert. Auf jeden Fall wird uns da die ganze Lage erstmal geschildert in so einer Art, in so einem quasi dokumentarischen Stil, der wirklich lange Zeit anhält in dem Film, sodass man erstmal gar nicht weiß, was bekommt man jetzt zu sehen. Der Titel stand auch nicht auf dem Bildschirm. Und da wird halt erzählt, dass durch den Wegzug der Weißen aus den Innenstädten, die haben sich halt eher so in diese Suburbs geflüchtet, haben sich da Häuschen gebaut, sind dann halt, pendeln halt immer rein zu ihrer Arbeit. Und da haben sich halt die Innenstädte, ghettoisiert. Und es leben dort fast ausschließlich Schwarze, die von, das wird halt im Film auch so gesagt, von den Baumwollfeldern in die Stadt gekommen sind, um dort Arbeit zu finden. Und das bringt halt oder entstehen halt sehr viele soziale Brennpunkte. Dazu kommt noch, dass Öl ins Feuer gegossen wird, weil dort sehr viele oder eigentlich ausschließlich, fast ausschließlich weiße Polizisten Dienst tun. Es gibt da nur ganz wenige. Und wenn die dann eben jemanden festnehmen, die sind da auch nicht zimperlich und gehen da ziemlich hart zur Sache. Und wir sehen da am Anfang auch gleich so eine Razzia, die dort durchgeführt wird. Und so den Anfang von diversen Unruhen, die da entstanden sind, also wo dann eben die Polizisten dann beworfen werden und wo das alles eskaliert mit Plünderungen und sowas, was
dazu geführt hat. Also ich kannte jetzt diesen speziellen Fall nicht, ich wusste nicht, dass das dort so gab. Ich wusste, dass es in den USA da irgendwie mal Rassenunruhen gab und so, aber jetzt im Detail, Detroit war mir jetzt nicht kein Begriff. Es wird halt erzählt, dass dort wirklich lange Zeit, also Wochen, über Wochen hat sich das hingezogen, quasi dieser ganze Stadtteil mehr oder weniger Kriegsgebiet war, dass die schwarze Bevölkerung geplündert hat und alle von außen attackiert hat, die Polizei attackiert hat und inmitten dieses ganzen, in dieser undurchschaubaren Lage wird dann eben die Nationalgarde, war es glaube ich, oder zumindest Armee, also Armeeeinheiten wurden dorthin beordert mit schwerem Gerät und die haben versucht, die Stadt zu sichern, sind aber immer wieder von Heckenschützen ins Visier genommen worden. Und als einmal so eine Party gefeiert wird in so einem Hotel, was eigentlich ein ruhigerer Stadtteil war, wo jetzt nicht so viel passiert war, hat jemand aus Spaß so eine Startpistole, also so eine Platz, nicht mal Platzpatronen, sondern einfach die so ein bisschen knallt, abgefeuert und die Armeeeinheit und die Polizei haben gedacht, da gibt es einen Heckenschütze in dem Haus und haben das Haus umzingelt und die drin haben eine Party gefeiert, sind in das Haus rein und haben die ganze Zeit nach der Waffe, nach dem Gewehr gesucht, es aber nicht gefunden. Und in der Zwischenzeit haben sie die ganzen Personen, die dort waren, quasi gefangen gehalten, aufs Übelste verhört mit ganz rüden Methoden und die Nationalgarde und auch die State Police, die haben halt weggeschaut, während die Detroiter Police da wirklich übelst zu Werke gegangen ist. Und was war jetzt noch? Ja, dann wird noch ein bisschen weiter erzählt. Achso, der von der Polizei ist zum Beispiel der Will Poulter, spielt da mit immer. Ich glaube, bei Maze Runner war der, ne? Oder, Kate? Maze Runner, ja. Und die Chroniken von Narnia und... Ah, stimmt, Narnia. Ach, der hat schon ganz viel gemacht. Ich mag den sehr. Ja, der spielt aber hier so eine ganz, ganz üble Rolle. Also bei Bösewicht-Rollen kann ja sowieso jeder Schauspieler mal zeigen, was er wirklich kann. Macht er ziemlich gut, wie er das so spielt. Und dann sehen wir halt stundenlang in dem Film, wie die Polizei in dem Haus da vorgeht, wie die Leute verhört. Und am Anfang wurde uns auch noch so eine Band vorgestellt, die wollten irgendwo auftreten, konnten dann aber nicht, weil da eben Unruhen in der Nähe waren und wollten dann halt auf dem Weg nach Hause gehen, sind dort, Teile von denen sind dort auf der Party gewesen. Also wirklich völlig unbeteiligt und die sind halt auch mit verhaftet worden und das alles, dieser riesen Mischmasch wird dann irgendwie so 3-4 Mal durchgerührt und dann sehen wir auch noch so eine Gerichtsverhandlung, die dann stattfindet und ja, dann wird irgendwie der Knopf dran gemacht und das Ganze dauert 144 Minuten. Yep. So, fand man das jetzt besser als Flatliners oder wie? Also ich fand ihn tatsächlich ganz gut, den Film. Mir war er nur einfach viel zu lang. Ja. Und was mich extrem gestört hat, das habe ich auch gleich am Ende gesagt, war, man hat quasi gesehen, wie diese Aufruhen angefangen haben. Es wurde erklärt, wie jeder Charakter quasi in dieses Hotel gelangt ist. So, also wir haben richtig miterlebt, wie kam es überhaupt zu diesen Aufständen. Ja, es wurde erklärt. Und dann war alles nur noch in diesem Hotel. Und dann gab es eben diesen Sprung zu dieser Gerichtsverhandlung. Und das fand ich extrem schade, dass man hier nicht erklärt hat und auch noch nicht quasi, auch wenn es nur in so einer Art Zeitraffer gewesen wäre, erklärt und beschrieben hat, wie denn diese Aufruhen dann zu einem Ende kamen. Das fehlt. Und das fand ich extrem ärgerlich. Deswegen habe ich auch Punkte abgezogen. Weil wir können, man kann einen nicht in diese Geschichte reinwerfen, ohne dann das Ende zu erklären. Ja. Man hat den Zuschauer einfach mit halben Infos zurückgelassen, finde ich. Und einfach, weil er so unfassbar lang war. Aber an sich fand ich ihn echt gut. Ich fand die Schauspieler toll, bis auf den komischen Sänger, der hat mich genervt. Oh, aber der hat immer gesungen, ey. Gesagt, oh. Ja, der Sänger hat gesungen. Oha! Wie Prinz Charming oder wie war das? Prinz Charming aus Shrek. Der hat in Momenten gesungen, wo er einfach hätte die Klappe halten sollen.
Wen ich richtig toll fand, war eben Will Poulter, der diesen weißen Polizisten gespielt hat. Deutsche Polizist. Die Deutschen sind die böse. Der deutsche Polizist in Detroit hat die Rassenunruhen angestiftet. Oha, den weißen Polizisten gespielt hat. Der hat es einfach so drauf. Also der hat so, also ich kenne den ja aus Wir sind die Millers. Nee, wie heißt der Film mit Jennifer Aniston? Wo die diese komische Familie spielen? Ja, könnte doch sein, ja. Millers, da spielt er so ein richtig wunderbares Doofchen, ja. In Maze Runner spielt er eher so ein Draufgänger, so ein, ja, ich will hier raus und alle zusammen und bla. Und hier spielt er halt das Mega-Arschloch. Und der kann das einfach, der hat einfach so eine Gesichtsmimik. Ja, erinnert euch an diese Szene, wo er gelächelt hat. Zurück, ja. Das war so, wow, Psycho. Ja, der kann das einfach. Ich mag den total. Also wie gesagt, ich fand den Film eigentlich gut. Mit diesen zwei Abstrichen halt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Chris? Danke, dass du den Ball zu mir rüberspielst. Den Puck. Den Puck zu mir passt. Ja, also ich muss sagen, ich tat mir den Film ein bisschen schwer. Der hat angefangen so autobiografisch schon fast, also dieses alles aufzubauen und wie es halt damals war und alles. Und das fand ich relativ interessant. Da habe ich schon gedacht, okay, das wird so ein bisschen dokumäßig. Dann gab es diese Razzia ganz zu Beginn in diesem illegalen Nachtclub, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und da waren ja auch Polizisten dabei, aber die sind während dem Film nicht mehr aufgetaucht. Mhm. Und das fand ich schon so ein bisschen so, Herb, okay, interessant. Aber hab dann für mich beschlossen, gut, vielleicht geht der Film einfach noch in eine andere Richtung. Und dann kommt eben dieser Mittelendteil mit eben besagten Schauspielern. Und ich bin ja der Meinung, dass dem Film eine Nina Dobrev gut getan hätte. Aber es war schon die Darstellung von der Gewalt oder von der Polizeigewalt und wie es halt ablief und alles, das fand ich durchaus gut. Ich fand den Mittelteil dann wirklich sehr, sehr interessant auch, aber auch da wieder, den hätte man gut 20, 30 Minuten kürzen können auch. Da wäre, glaube ich, nichts verloren gegangen vom Film. Und dann am Ende noch Gerichtsverhandlungen und bliblablub, die hat sich mir nicht so erschlossen, weil das war so, komm, wir ziehen jetzt noch irgendwie eine Gerichtsverhandlung durch, damit sie halt da ist und damit man auch merkt, okay, es ist alles noch viel schlimmer und viel scheißer eigentlich, wie es sein sollte. Und deswegen wird aus dem ganzen Ding, wird meiner Meinung nach kein wirklicher runder Film draus. Also es ist keine runde Sache. Es ist mehr so ein bisschen abgehackt, ein bisschen episodenartig, aber auch die Episoden dann nicht, für mich nicht logisch aneinander gefügt. Also wie gesagt, für die Umsetzung des Themas, denke ich, ist es ganz cool eingefangen, auch immer wieder die Originalschauplätze und halt auch die Originalszenen und Aufnahmen von damals mit reingeschnitten, aber ja, das ist dieses berühmte Wort aber, das alles, was vorher kam, gerade löscht, vor allem im Gehirn. Es war ja keine runde Sache, deswegen hat es mich nicht komplett abgeholt. Und was ich unbedingt noch loswerden muss, ist, ihr meckert über den Sänger, über Larry, richtig? Wie auch immer der hieß. Larry, ich glaube, ich bin der Meinung, es war Larry. Er war halt auch voll der Larry. Ja, aber Larry hat mich unzählige Male an einen jungen Will Smith erinnert. Das stimmt allerdings. So, da habe ich sogar nachgeguckt, ob die verwandt sind. Ja. Ja, richtig, weil der Typ heißt Algie Smith. Also aber die sind nicht miteinander verwandt, ne? Ja, ich habe auch nachgeguckt, ob das irgendwie quasi so irgendwie so ein uneheliches Kind ist oder irgendwas oder eins irgendwie von einer früheren Beziehung oder so. Ja, aber ist er nicht, aber in manchen Einstellungen, in manchen Szenen sieht wirklich 1:1 aus wie Will Smith. Ich finde, auf dem Filmplakat sieht er dem auch mega ähnlich. Deswegen, ich hab sogar für einen Moment gedacht, dass das dieser Sohn von ihm ist, dieser Jaden Smith oder so, dass der mittlerweile schon so groß geworden ist, aber war auch nicht so. Nee, war nicht so. Und halt, ja, John Boyega finde ich cool. Also den mag ich als Schauspieler einfach. Der ist Trader! Ja, aber ich finde, also jetzt nicht wegen seinem Star Wars-Hintergrund, sondern einfach, ich finde, der spielt solche Rollen extrem gut oder solche Sachen. Der kam für mich glaubwürdig rüber und jetzt hat er ja auch mal mehr so den ja, ich will jetzt nicht sagen, seriösen Typen gespielt, aber schon eher so einen gesetzten Typen. Und auch das, also das habe ich ihm abgenommen. Also ich fand John Boyega in dem Film von den Schauspielern her mit am stärksten. Klar, Will Poulter war cool, absolut.
Ja, aber wie gesagt, so insgesamt war es für mich keine runde Sache. Ja, ging mir ähnlich. Also ich hatte auch zum einen das Problem, der war unnötig zu lang. Ich habe auch im Nachhinein habe ich überlegt, ja, woran kann das liegen, dass der Film jetzt nicht gezogen hat? Ist mir eingefallen, die Catherine Bigelow hat ja direkt davor Zero Dark Thirty gemacht, den Film. Und da war derselbe Drehbuchautor mit dabei. Das ist eigentlich dasselbe Team. Warum hat jetzt dieser Film nicht funktioniert und Zero Dark Thirty hat funktioniert? Da bin ich für mich darauf gekommen, dass bei dem Film, den wir jetzt gerade gesehen haben, Detroit, sind viele, viele Dinge nur aus der Erinnerung irgendwie von den Leuten und viele Sachen wurden sich zusammengereimt. Ja, was könnte da passiert sein? Das stand ja auch am Schluss dann da. Während bei Zero Dark Thirty, da ist ja alles quasi minutengenau protokolliert, was da passiert ist, als sie da Osama Bin Laden hochgenommen haben. Und da hat eben diese ganze Erzählstruktur auch funktioniert. Das heißt, der, ja, wie fanden die Recherchen statt? Wie fanden die Verhöre statt? Wie war dann der Sturm auf das Haus und so? Da war halt eine Komponente dabei, die halt ständig treibend war. Es ging halt immer vorwärts. Und hier war halt so viel laissez-faire und dann das und oh, jetzt hören sie den wieder und da. Oh, ja. Ja, nee. Also hat für mich nicht so, hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Wird aber, denke ich mal, also wenn ich so die Kritiken lese von dem Film, ist der schon ganz gut angekommen und da jetzt auch so langsam ein bisschen Richtung Oscars das geht, könnte ich mir durchaus denken, weil das so ein bisschen auch so ein Oscar-Film-Thema ist, dass das da vielleicht irgendwo auch mit reinspielt. Wir werden sehen. Bin gespannt. Auf jeden Fall besser als Flatliners war, ich gucke gerade mal, Detroit, was da so eingespielt. Hä? Heißt der im Original nicht Detroit? Ich wollte gerade mal gucken, was der so eingespielt hat oder läuft der erst noch an? Detroit 2017. So, gucken wir nochmal. Der kommt nur bei uns. Ja. Ah, der müsste im Original also auch Detroit heißen, oder? In Deutschland läuft er am 23. November. Am 4. August müsste der in den USA angelaufen sein. Im Juli hat er Premiere gehabt, ja. Weil ich finde, bei Box Office Mojo finde ich gar nichts zu dem Film hier. Oder ich habe das Filmplakat hier. Oder ist es dieser hier? Ach doch, ich habe ihn gefunden. Hat warum auch mir glauben? 16 Millionen bis jetzt hast du eingespielt. Das ist natürlich nicht so viel. Naja, okay, das war Detroit, der Film. Und ich bin ja mal gespannt, was dann, wie die Tipps für morgen aussehen und was da getippt worden ist. Ich bin ja leider nicht da oder vielleicht auch nicht leider. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ja, Chris, wie ist denn dein Hinweis? So wie ich dich kenne, ist es für dich morgen kein leider, weil ich weiß ja, was kommt. Der Tipp für die Sneak 924 am 20.11.2017 lautet, das letzte Mal war vor 5 Jahren. Du hast ja gesagt, es ging nicht um das Sexleben von irgendjemand. Das heißt, muss irgendwas anderes, wohl irgendjemand. Was sind denn die Tipps, Kate? Hast du dich angesprochen gefühlt, Erik? Ja? Tja, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, ist das Thema durch, ne? Also es wurden ein paar Sachen getippt. Entschuldigung? Darf ich? Oder seid ihr fertig? Schieß los, ja. Wunderbar, schön. Unsere schlüpfrigen Witze sind erstmal vorbei. Gut. Getippt wurde Daddy's Home 2, Girls Trip, Figgy Fuchs und Insidious The Last Key. Ja. Oh, das warst du. Entschuldigung, ich habe deinen Tipp vorgelesen. Das macht ja nichts. Aber das glaube ich nicht, dass das kommt. Übrigens, ich habe es nur mal damit reingeworfen, damit noch ein anderer Film mit dabei steht. Weil, ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei dem einen Tipp habe ich am Anfang auf das Filmplakat gelesen und habe gelesen, Girls Trip. Und ich so, oh, das könnte interessant sein. Und jetzt heißt es Girls Trip. Und ich so, Ach so. Ach, Christ. Da ist schon Enttäuschung da. Also es ist schon vorbei. Also. Jetzt habe ich es nicht so schnell gefunden. Ach, hier. Oh. Mit Verzögerung. Ja. Ich bin noch nicht hier gewöhnt, dass das alles so funktioniert hier ohne weiteres. Ja, wunderbar. ja, das waren also die Tipps für nächste Woche. Wir haben auch noch ein paar gesehene Filme. Ich habe Happy Death Day angeschaut.
Und bin da irgendwie drauf gekommen, weil ich hier in der Vorbereitung zur Sendung stand bei IMDb da. Ja, wenn Sie Flatliners mögen, vielleicht gefällt Ihnen auch dieser Film. Oder habe ich mal draufgeklickt, weil der lief ja in einigen Sneaks, habe ich gesehen gehabt. Leider bei uns ja nicht. Oder waren wir denn nicht? Weiß gar nicht. Lief der irgendwo mal parallel in einer anderen? In der Sneak B oder so? Nee. Oder? Nee. Und musste dann erkennen, dass das ein verdammt, verdammt guter Film ist, der mir fast entgangen wäre, weil das Poster und ja, das wirkt alles nicht so gut. Die Handlung ist leicht erzählt, denn es ist so eine Art täglich grüßtes Murmeltier. Wir hatten das ja letztens schon mal in diesem Film, in den letzten Minuten zieht dein Leben an dir vorbei, sagen sie oder so ähnlich. Ich kann mir den nicht merken, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wisst ihr noch, wie der... Das war genau der Titel. Ja. Ja. Genau. Und hier ist aber, das wirkt wie eine relativ kleine Produktion, also jetzt nicht so viel Brimborium wie bei diesem anderen Film. Die Hauptrolle spielt Jessica Rose oder Rote, weiß nicht. Die heißt Tree in dem Film und sie wacht auf, ist bei irgendeinem Typen im Zimmer und irgendwie sieht es aus wie so Walk of Shame. Also sie hat irgendwie den Abend vorher gesoffen, wacht da auf bei dem Typen, kann sich an nichts mehr erinnern, sieht zu, dass er Land gewinnt, geht raus und ja, erlebt dann so ihren Tag und sie ist eine, ja, sie ist in so einer Studentenverbindung da in den USA und so. Sie ist schon nicht ganz so ein schlimmes Arschloch wie die aus dem anderen Film hier, mit den letzten Tagen hier, sagen sie. Sondern sie ist eigentlich extrem sympathisch irgendwie auf ihre Art und Weise. Sie hat zwar so ihre Macken, aber im Gegensatz zu diesem anderen Film ist sie halt sympathisch. Und da passieren halt auch witzige Sachen. Und sie erlebt natürlich ihren Tag, achso, sie stirbt am Ende des Tages, ja, wird aber umgebracht von so einer Art, ja, weiß nicht, so ein Typ, der hat so eine Schweinchen-Dickmaske auf. Und der bringt sie jetzt jedes Mal quasi am Ende des Tages um, ja. Und deswegen ist das auch so ein bisschen als Horrorfilm angelegt, weil man sieht natürlich auch immer, was da passiert und sie wird dann immer gejagt und so. Sie erkennt aber dann auch, oder es kriegt auch ein bisschen Hilfe. Und da sagt ihr jemand, ein bisschen, ja, find doch mal raus, wer das sein könnte, wer was gegen dich hat. Und dann fängt sie halt auch an, die Leute zu beobachten. Und es ist, ich will mal nicht zu viel erzählen, der Film ist wirklich, wirklich gut. Und das ist, habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, von den Blumhouse Studios gemacht, die zum Beispiel auch diesen Film Get Out gemacht haben, diesen doch low budget, aber extrem cool. The Purge oder Paranormal Activity haben die gemacht und da reiht sich Happy Death Day locker ein, also das kann mit allen irgendwie mithalten, das ist ein verdammt guter Film, der ist witzig, der ist natürlich auch spannend, der ist gruselig und hat eigentlich alles, was so ein Film haben muss und ich finde es schade, dass wir den nicht in der Sneak hatten, den hätte ich da richtig abgefeiert, den Film, so musste ich halt so mal reingehen, ne? Aber von mir absolute Empfehlung. Oh, ich sehe das ab 12 freigegeben. Boah, in Deutschland. Ab 12 weiß ich jetzt nicht. Ob ich da irgendwie meine Tochter, die ist 12, die würde ich da nicht reinschicken. Also, boah, okay, weil es ist doch ganz schön heftig, was da so passiert. In den USA ging der auch übelst ab, der Film. Es gibt auch Happy Death Day 2 ist in Planung. Steht hier, oder? Erste Idee für eine Fortsetzung, ja. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was der überhaupt eingespielt hat. Das ist bestimmt einer von diesen Filmen, die relativ wenig gekostet haben und richtig gut performt haben hier. Findet gerade. Performt haben. Ja, Happy Death Day hier. Eric Oh, knows the words. 88 Millionen eingespielt bis jetzt und hat 4,8 Millionen gekostet. So, Wahnsinn. Cooles Ding. Das ist meine Gewinnmarge. Ja, cooles Ding. Also wirklich toller Film. Ich mag ja sowieso diese Zeitschleifen-Geschichten, mag ich auch bei Raumschiff Enterprise oder so eine Geschichten, wenn man dann immer sieht. Und da, man kann da sehr viel richtig und sehr, oder man kann einiges richtig, aber viel falsch machen, sagen wir es so rum. Und der Film macht eigentlich ja, zu ja, 95% alles richtig. Sind natürlich ein paar Sachen, ja, auch Budget geschuldet und ah, die Leute sind einfach alle total cool, die da so mitspielen. Wunderbar. Toller Film. Happy Death Day von mir. Ich gebe mal eine 8,5 von 10. Hat mich extrem überrascht. Im positiven Sinne. Ihr habt Wonder Woman gesehen, sehe ich hier. Ja, hey. Und es geht bei nicht um Nina Dobre. Jetzt erst gesehen, Mensch. Aber die Gail ist auch ganz nett.
Ihr seid doch solche Superhelden-Freaks da. Ich dachte, ja, wir haben uns das mal gegönnt. Jetzt bin ich ja gespannt, wenn ihr es so lange auf der Rampe geschoben habt, den Film, ob er euch denn schließlich endlich überzeugt hat, dass ihr oder nicht. Also ich glaube, wir müssen nicht mehr groß erzählen, worum es in dem Film geht. Wir hatten ihn doch schon mal hier in der Sendung, ne? Genau. Ja, aber eben. Also Wonder Woman hier, nächster Superheldenfilm, in diesem Fall mal wieder aus dem DC-Universe. Ganz kurz einfach die Amazonenkriegerin, die ja die Götter beschützen muss und die Welt retten muss und was weiß ich was, und leben halt auch abgeschottet auf ihrer Insel, blablabla. Es kommt ein Pilot, der abgeschossen wird, in dem Fall Chris Pine, landet dort vor der Insel, sie rettet ihn. Also Diana, Wonder Woman, Gal Gadot rettet ihn, und ja, ab da geht's dann los, den Bösen, den Obermotz zu erledigen. Ja, das ist jetzt kurz zusammengefasst, worum es geht. Und ich muss ehrlich sagen, von einem DC-Verfilmung, sie werden langsam besser. Das ist immer noch relativ dunkel gemacht eigentlich, also nicht so Larifari, heile Welt und Supidupi, sondern ein bisschen dunkel gehalten auch noch, fand ich jetzt. Ich fand Gal Gadot sehr cool, sehr überzeugend gespielt, also die ist richtig aufgegangen in der Rolle. Und ja, so langsam kann man die Filme anschauen, die von DC kommen. Also ich fand ja auch Batman vs. Superman fand ich jetzt nicht so mies, habe ich ja auch schon mal gesagt. Und jetzt mit Wonder Woman, ja, durchaus in Ordnung. Also, ja, finde ich auch. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass Captain Kirk mitspielt, aber okay. Dass Captain Kirk jetzt auch noch da seine Finger drin hat. Kurz drauf haben wir ja festgestellt, ist er dann zur Sternenflotte gegangen. Und ich fand es eine relativ angenehme Sache, hat sich gut angucken lassen. Also jetzt nicht natürlich... Für mich nicht der mega überragende Film und alles, und vielleicht hat da hin und wieder ein bisschen auch was gefehlt und es war ein bisschen zu abgefreakt, und ja, aber trotzdem, also gewisse Längen habe ich auch festgestellt, aber trotzdem so. Ich stehe insgesamt bei 7 Punkten für den Film, und das ist für eine DC-Verfilmung relativ viel. Ja, ich fand ihn gut, ja, weil das... Dass auch mal die Frau mal das Starke ist, und das war schon ziemlich cool dargestellt. Ja, ja. Kate, möchtest du auch noch was dazu sagen? Das wäre sehr nett. Ich spiele den Puck zu dir hinüber. Dankeschön für den grandiosen Pass. Ich fand den wirklich gut. Ich fand auch, die Besetzung hat gepasst. Also ich könnte mir jetzt keine andere Wonder Woman vorstellen als zu anderen Schauspielerin. Ich fand sie cool. Also ich fand die Story an sich sehr cool. Auch wie sie das dann umgesetzt hat, als sie dann von ihrer Insel, auf der sie aufgewachsen ist, dann in diese Menschenwelt quasi reinkam. Ich fand das sehr nicht überzogen. Also von der Länge her genau richtig. Aber dieses alles ist so anders, und sie hat sich so ein bisschen wie in so ein kleines Doofchen angestellt. Das fand ich sehr, sehr süß und auch sehr, sehr überzeugend. Aber wie gesagt, das wurde nicht ausgereizt im Film. Es wurde halt angedeutet, dann war gut. Also das fand ich prima. Ich fand grundsätzlich, Frau als Held ist immer gut. Ja, also mal weg von den ganzen Iron Man und Captain America. Das sind immer alles Männer. Ich finde es super gut, dass endlich mal eine Frau hier... Captain Kuba. ich finde es super. Weil, wenn man sich das mal anguckt, die sind doch alles Männer. Ja, bis auf jetzt hier die wie heißt sie? Von den Marvels. Das ist auch nur eine Frau unter in einer Gruppe von 5 oder 6 Leuten. Das ist schade. Deswegen finde ich, ich bin pro Wonder Woman. Guter Film. Oh, Wonder Woman. Ja, mehr Frauen als Team Superhelden. Wonder Woman. Team Wonder Woman. Ja. Übrigens. Also ich hatte im Marvel-Universum habe ich ja so meinen Liebling, ne? Und den habe ich jetzt auch bei DC. Ich finde Wonder Woman toll. Okay. Ja. Aber
du weißt ja, die eigentliche Wonder Woman heute ist Nina Dobrev. Und wusstest du, liebe Kate, eigentlich, dass Nina Dobrev auch mitgespielt hat in The Perks of Being a Wallflower? Ja, selbstverständlich. Die war die Schwester von Charlie. Ja, genau. Ja. So sieht es nämlich aus. Hat aber nur eine Nebenrolle. Egal, sie hat mitgespielt. Deswegen mochte ich den Film. Ja, genau. Weil die Frau in meinem Lieblingsfilm mitspielt. Nein, wegen genau. Nina Dobrev. Aber cooler Film. Also Wonder Woman, 8 Punkte. Kann man echt empfehlen. Hat ja auch an der Kinokasse ganz schön abgeräumt, um das mal mit Zahlen zu unterlegen. 149 Millionen hat er gekostet und 821 Millionen hat er eingespielt. Und da sind ja jetzt die ganzen DVD- und Blu-ray-Verkäufe noch gar nicht eingerechnet. Cooles Ding. Also wenn ich 10 Kilo leichter wäre, würde ich mir ein Wonder Woman-Kostüm nähen. Nähen? Hat die nicht Metall? Ja, selber machen. Musste schmieden. Comic-Con. Schmieden musste das. Eigenhändig. Im Schicksalsberg, in der Lava. Ich habe auch noch einen Film, den mache ich genauso kurz wie Happy Death Day, nämlich Shin Godzilla. Ich mag Godzilla-Filme, seitdem ich irgendwie, als ich ganz klein war, diese japanischen Filme geguckt habe da irgendwo. Und jetzt gab es seit langer Zeit, kam mal wieder ein richtiger Godzilla-Film aus Japan, weil der andere Film, der zuletzt im Kino war, der war ja nicht in Japan entstanden. Und den hatte ich mir dann auf Blu-ray jetzt mal gegeben gehabt. Es ist wie gehabt, ne? Es ist irgendwo, verschwinden erst irgendwie ein paar Leute, man weiß nicht genau, was los ist und irgendwie im Meer irgendwas Komisches und dann auf einmal taucht er auf, wie es halt immer so ist und trampelt dann durch die Städte, die versuchen den kaputt zu machen, wird immer größer, macht immer mehr kaputt und ja, ich fand den neuen Film wieder echt gut, also der ist auch sehr, sehr witzig, es sind viele Szenen drin, wo irgendwelche Wissenschaftler sagen so, ja, wir machen das so und so, und wenn das dann so und so ist, wenn er aus dem Wasser steigt, dann wird er kaputt gehen, weil dann der Druck irgendwie, das ist ja nicht gewöhnt, dann geht er kaputt. Und in dem Moment steigt er aus dem Wasser raus und alle gucken da mit offenem Mund zu und da passiert nichts und er rennt einfach weiter. Sehr, sehr lustig. Also gerade auch diese ganze Bürokratie, die japanische Bürokratie wird da herrlich so auf die Schippe genommen und es hat halt nicht mehr so den Look wie die alten Godzilla-Filme, die ja wirklich cheesy aussahen mit Stop-Motion, sondern das sieht halt wirklich richtig, richtig geil aus. Ne? Also der kann dann auch noch Laserstrahlen schießen und so und der glüht dann auch so mal eine Zeit lang und dann kommt noch das amerikanische Militär zu Hilfe und so. Ich will mal nicht zu viel verraten. Shin Godzilla, wer Godzilla-Filme mag wie ich, der sollte hier unbedingt mal einen Blick hineinwerfen. Von mir auf jeden Fall 7,5 von 10 im Bereich Godzilla-Filme. Es gibt einen eigenen Bereich für Godzilla-Filme. Für mich selbstverständlich, ja. Aber wo es auch einen eigenen Bereich gibt, wo wir jetzt sogar mal hier was einspielen können, nachdem ich alle anderen Sachen vergessen habe, ist das hier. Kinocharts und Neustarts. Und zwar in Stuttgart ist auf Platz, ich sag mal Platz 11 noch mit, da ist nämlich Jigsaw. Platz 10 ist Cars 3 Evolution. Platz 9 ist Simpel. Platz 8 ist immer noch Der kleine Vampir. Platz 7 Happy Death Day, geht da alle noch rein, der Film ist es wert. Der kann ruhig noch ein bisschen höher gehen. Platz 6 Hexe Lilly rettet Weihnachten. Platz 5 ist Justice League, da hätte ich eigentlich erwartet, dass ihr da schon was sagen könnt. Aber nee, wir wissen ja, Chris mit seiner Sportverletzung. Ich bin ja völlig hinüber. Ja. Also nicht völlig hinüber, aber ich bin ja kaputt. Ja. Oh. Ja. Platz 4, Mord im Orient Express. Platz 3, Bad Moms 2. Platz 2, Tor, Tag der Entscheidung. Für den VfB. Du hast noch, was nachzuholen, merke ich gerade, ne? Ja, ich habe noch ein bisschen. Platz 1, Fuck You Goethe 3, müsste dich ja aus beruflichem Interesse auch. Ich habe jetzt, das kann ich mal ganz kurz erwähnen, ich habe jetzt tatsächlich die ersten beiden auch mal gesehen. Also ich habe es ja bisher geschafft, die immer zu umgehen, sozusagen. Und ich habe den ersten gesehen, ich fand den ersten ganz nett und den zweiten fand ich katastrophal dumm. Ich fand den, Alter Schwede. Ich fand den ersten so, und den zweiten fand ich richtig scheiße. Ja, das sage ich ja. Der erste war so, ja, okay, aber der zweite war, boah, was ein aber Dreck. Ich glaube, du musst hier in Deutschland, wenn du einen Kinohit landen willst, musst du Filme machen, die so sind,
Weil da können sich irgendwie viele drauf einigen, weil der polarisiert nicht so sehr. Du musst einfach einen Film mit Elias Mbarek machen. Na, gibt und andere, Nina Dobrev. Gibt auch andere Nina Filme. Dobrev. Dobrev. Know your girls. Wir gucken mal, was diese Woche neu anläuft. Am 23.11. startet Paddington 2. Ja, den will ich. Spielt da Nina Dobrev mit? Nein. Dann gucke ich es mir nicht an. Ist auch nicht notwendig. Dann startet ein Film, den wir in der Sneak schon hatten, nämlich Liebe zu Besuch mit Reese Witherspoon. Aus dem Nichts startet noch der neue Film von Fatih Akin mit Diane Kruger. Ein deutscher Film, da wird sie sich wahrscheinlich selber sprechen. Also... deren Familie kommt bei einem rechtsextrem motivierten Bombenanschlag ums Leben und sie nimmt die Rache selbst in die Hand. Kaufe ich jetzt schon nicht ab. Ohne den Film oder den Trailer gesehen zu haben. Oha. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Diane Kruger hier so eine Taffe spielt, so Charles Bronson-mäßig, ein Mann sieht rot hier. Nee, also bitte. Also Fatih Akin, nee. Also. Oha, nehme ich hier nicht. Battle of the Sexes startet noch mit Steve Carell und Emma Stone. Sportler-Drama mit den beiden über einen berühmten Tennis-Showkampf. Der lief 19- in der Sneak übrigens, ne? 73, ja, ja. Da waren wir aber nicht, ne? Nee. Operation Duval, das Geheimnisprotokoll. Spielt auch Robert mit? Französischer Polit-Thriller mit François Cluzet als Buchhalter, der für einen ominösen Geheimdienst arbeitet und in ein Netz aus Intrigen gezogen wird. Detroit startet noch, haben wir jetzt lange drüber geredet. Müsst ihr selber wissen, ob ihr euch so ein 3 Stunden Rassenunruhen-Epos da anguckt. Mit Überleben in Neukölln. Ach nee, ist ein Dokumentarfilm. Stadtteilporträt von Rosa von Braunheim. Der lange Sommer der Theorie. Eine absurde Essay-Komödie um 3 Berliner Frauen, die in einer WG zusammenleben und über den Status quo ihres Lebens und der Gesellschaft resonieren. Da wundert mich ja, dass der nicht in das Nie gekommen ist. Nichts. 3 Frauen, die die ganze Zeit nur über Leben reden in einem Raum. Manifesto, eine Filminstallation des Videokünstlers Julian Rosenfeld, für den Cate Blanchett in 13 verschiedene Rollen geschlüpft ist, um künstlerische und politische Manifeste zu verlesen. Okay, also das war's diese Woche. Also für mich ist das eigentlich nur Paddington 2 diese Woche halbwegs interessant. Den Rest haben wir entweder schon gesehen oder nichts für mich. Tja. Ja, mal gucken. Und Serien, Moment, warte mal, Serien, da haben wir noch was. Serien. Ich sehe bei euch was zum Thema Serien drinstehen. Chris, ja. Lucifer oder Kate? Ladies first. Yay. Ich habe vor kurzem mit dir, Erik, über The Sinner gesprochen. Du hast sie ja schon vorgestellt. Ich habe gerade überlegt, mit mir die Serie geguckt. Ich habe gerade überlegt, was? Nein, gesprochen. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Du hast ja, die erste Folge schon mal angeteasert gehabt vor einer Weile. Und dann habe ich ja schon mal weit ein bisschen mitgeguckt, als sie jetzt dann rauskam. Und ich bin jetzt fertig. Und ich würde dir empfehlen, weiter zu gucken. Das sagt mir jeder. Das ist auch nicht aufgehoben, das ist nur aufgeschoben bei mir. Gut, weil das wird noch echt richtig spannend, weil sie bringt ja diesen Typen am Strand um. Spoiler! Und dann, Spoiler! Das hat mich so überrascht, Spoiler. Als das passiert ist. Das kannst du doch nicht verraten hier. Das Spoiler kommt sogar im Trailer zur Serie. Ich will es schon nicht mehr sehen, schon vorbei. Da muss man doch keinen Trailer, um Gottes Willen. Danke, Kate, next. Ach, genau. Ja, aber es geht ja darum, warum hat sie das getan? Und das ist das Krasse eigentlich. Da kommt ganz, ganz viel ans Licht aus ihrer Vergangenheit, was ihr passiert ist und was so alles in ihr drin steckt, von der nichts mehr wusste. Me too, oder? Ja, so nett. Nee, also wirklich, das ist richtig gut gemacht. Guck weiter. Wirklich, es ist richtig gut. Ist richtig spannend. Ich habe mir jetzt erstmal aufs Tablet ein paar Sachen gezogen, da war das jetzt nicht dabei für meine Reise jetzt. Aber ja. Ich muss erstmal die neue Folge Star Trek Discovery gucken. Die habe ich noch nicht. Noch nicht geguckt. Und bei diesen anderen Mindhunters, da fehlen mir noch ein paar Folgen, das ist noch drauf. Und ja. Na gut. Der Chris hat Lucifer, da habe ich die erste Staffel geguckt, war ich sehr begeistert.
Und ja. Du hast jetzt die zweite angefangen. Wusste gar nicht, dass eigentlich. Ich habe Krankenhaus tatsächlich angefangen mit der zweiten Staffel endlich. Ich habe mir das auch ein bisschen, also halt aufs Tablet runtergezogen und dann mir mal in Ruhe, das habe ich gesagt, okay, irgendwas muss ich gucken nebenher, weil den ganzen Tag nur dumm rumliegen ist eh nicht meins. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gucke ich mal Lucifer weiter, weil das wollte ich damals schon sehen. Also nach der ersten Staffel war ich auch so, boah, zweite Staffel. Und das war ja dann, oh, kostet was. Und ich so, haha, nee. Und jetzt habe ich die, ja, ungefähr die Hälfte der zweiten Staffel durch. Und am Anfang war ich echt begeistert, weil es ging echt so weiter, wie quasi die erste aufgehört hat. Aber inzwischen driftet es etwas in eine andere Richtung ab. Und es treten auch immer mehr Götter in Erscheinung. Also ich will jetzt gar nicht so arg viel verraten, aber es wird sehr, sehr spannend teilweise. Es ist ein bisschen abgefreakt immer noch und sehr, aber nicht mehr so lustig, also nicht mehr so schlüpfrig lustig und auch nicht mehr so. Oh, diese, das fand ich gerade schön. Ja, es ist so ein bisschen anders halt. Ich sage ja, okay. Es entwickelt sich in eine andere Richtung, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass es in diese Richtung gehen wird. Aber tut's, ich will es nicht sagen, leider, aber tut's auf jeden Fall. Und ich werde es auf jeden Fall zu Ende gucken jetzt noch. Ich hoffe, dass ich es diese Woche sogar noch vollends schaffe, weil es einfach, ja, weil es eine verdammt coole Serie ist. Punkt aus Ende. Und dann werde ich, glaube ich, dann erst das Komplettfazit ziehen und das auch gerne. Aber ja, wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten, aber bis jetzt ist es ganz cool. Also gefällt mir immer noch weiterhin. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache, dass es einem gefällt, dass man Spaß an der Serie hat und ja. Finde ich, das macht Netflix irgendwie besser mit dem Hinweis, so nach dem Motto, hey, du hast doch mal vor 2 Jahren die und die Serie geguckt, übrigens, da gibt es jetzt was Neues, weil ich habe Lucifer ja auch geguckt und ja, keine Erinnerung, ich wusste jetzt nicht, dass da eine zweite Staffel gibt. Ja, du siehst das wirklich nur, wenn du wieder auf Amazon gehst. Ich meine, Netflix, dadurch, dass du ja da so quasi dein Erik oder ich meinen Kate-Account habe, der erinnert dich dann und empfiehlt dir ja auch, hier, schau mal, da geht's jetzt weiter und hier, guck mal, schon der Trailer für die nächste Staffel, die jetzt nächste Woche anläuft oder so. Die Funktion ist einfach viel besser. Ne? Und dann denkst du, ah ja, stimmt, das wollte ich unbedingt weitergucken, gleich markieren und so. Mal gleich auf die Liste setzen und das kann Amazon noch nicht so gut. Tja, da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, ja. Was mich bei Amazon zum Beispiel auch stört, ist, dir wird immer alles angezeigt. Ja, also wenn ich jetzt auf Serien gehe, dann werden mir auch Serien angezeigt, die ich kaufen müsste. Ich möchte gern aber nur Prime sehen. Ja? Bei Netflix ist das einfach angenehmer. Ich gehe rein und alles, was auf Netflix drauf ist, kann ich auch angucken. Ja? Also ich muss immer gucken, ob da bei Amazon dieses Prime-Symbol da oben ist. Und das stört mich ein bisschen bei Amazon, aber ansonsten. Es funktioniert eh ja, manchmal. Ich bin eher so die Netflix-Gucker. Nicht so gut bei Amazon hätte diese Empfehlung hier, also das könnte dir auch gefallen. Das ist auch manchmal bei den Produkten. Du musst mal irgendwas, guck mal, was weiß ich, nach VfB-Fußballtrikot. Und dann kommt so, das könnte dir auch gefallen, da kommt ein Bayern-Trikot und irgendwie. Ah. Also, ja. Naja. Solange aber kein KSC-Trikot kommt, ist alles gut. Er hat das böse Wort gesagt. aber wir machen mal damit weiter hier. Rätselecke. Ja. Weißt du überhaupt noch, was du hattest, Kate? Ich hab's mir aufgeschrieben. Zum Glück. Ja. Ich bin auch froh, dass bei mir die Karte hier noch liegt, sonst wüsste ich jetzt nicht mehr, was vor 2 Wochen. Ich schreibe mir das immer jetzt, das seit neuestem immer auf. Wer schreibt, der bleibt. Dann, was hast du denn? Ich meine aber, dass es keiner aufgelöst hat. Also, hast nichts gekriegt? Weil ich habe keine E-Mail bekommen und ich glaube, es ist auch in den Kommentaren nichts genannt worden. Es war der Film Baby frei Haus. Baby Freihaus. Ja, Ex-Schwimmstar und ein Modefotograf, die können sie nicht leiden. Und eines Tages steht im Hausflur, genau bei denen vor den Türen quasi, ein Körbchen mit einem Baby drin. Ach so, und ist der gut? Ich habe ihn nicht gesehen. Aber es klingt doch nett. Ja. Ja. Hast du ihn gesehen oder? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Nein. Okay. Mein Film. Achso, du hast du ein neues Rätsel dann? Ja. Dann, oder soll ich meine erstmal auflösen? Mach mal du deins. Meiner war ja, der hieß Tödliche Sucht, weil die alkoholsüchtige Mutter Angst vor Einbrechern hat, kommt sie ums Leben. Die Auflösung ist Nightmare. Der erste Nightmare-Film. Die Mutter hat aus Furcht vor Einbrechern an allen Fenstern des Hauses Gitter anbringen lassen.
Aber als in dem Haus ein Feuer ausbricht, kann sich die Mutter im Vollrausch nicht mehr erinnern, wo sie den Schlüssel zur Haustür hingelegt hat. Oh. Ja. Blöd. So, was hast du heute? Also es geht für die lieben Hörer, es geht um einen Film, der am vergangenen Wochenende irgendwo im Fernsehen kam. Und da wird jetzt die Kate das ein bisschen umschreiben. Und wer glaubt, die richtige Lösung zu kennen, der schreibt an kate@kinocast.net. Also nicht als Kommentar, weil sonst sieht es gleich jeder, sondern per E-Mail. Los geht's. Der Großvater wird versehentlich lebendig begraben und landet in der Hölle. Sein Enkel will ihm helfen und ihn wieder zurückholen. Doch der Großvater hat sich schon mit dem Teufel angefreundet und genießt das Leben in der Hölle sogar. Aha. Flatliners 1. Chris, du lachst, weißt du schon? Es fängt einfach gut an mit: Der Großvater wird versehentlich begraben. Ich musste spontan lebendig begraben. Komm, wir essen Opa. Ja. Mein Rätsel lautet: Tod beim Camping. Eine Frau rennt mit ihrem Baby aus dem Zelt, wirft sich in einen Wasserfall und ertrinkt mit einem milden Lächeln. So, mal sehen, wer das rauskriegt. Das ist bestimmt was ganz anderes, als man denkt. Okay. Wir hatten ja ein Gewinnspiel, wo letzte Woche rechtzeitig vor der eigentlich geplanten Sendung die Deadline war. Und da hatte ich dann schon alles hier gezogen gehabt. Und schon. Warte. Und zwar geht es um den Film Spacewalker. Und die Blu-ray hat gewonnen, die Irene aus Offenburg. Irgendjemand hat bei euch was an im Hintergrund. Irgendwie ein Trailer oder sowas. Nö. Und der Dominik, der hat die aus Aschaffenburg, der hat die DVD gewonnen. Ja. Ihr habt ja die Adressen mitgeschickt. Ich bin jetzt die Woche ein bisschen stark unterwegs und eingebunden. Ich werde es dann irgendwie Mitte, Ende der Woche werde ich es dann zuschicken. Ja. Okay. Was haben wir noch? Habt ihr noch was? Chris? Beim Chris läuft was. Ich ziehe nochmal hoch. Jetzt hat er es ausgemacht. Entschuldigung. Ja, ich sag doch, da läuft was im Hintergrund. Was hast du denn geguckt? Entschuldigung. Da hat er irgendwie Nina Dobrev Best of. Nein, ich bin auf was drauf, Entschuldigung. Nach Nina Dobrev Nude gegoogelt. Ja. So, wenn ihr da nichts weiter habt. Ach so, halt, wir haben ja Kommentare, stimmt. Wir haben ganz viele Kommentare. Völlig raus. Hast du es gerade offen? Dann kannst du ja schon mal anfangen. Das sind aber ganz lange Kommentare. Na gut, dann werde ich es mal ein bisschen zusammenfassen. So, jetzt ist bei mir die Seite auch auf. Der Thomas hat sich Jigsaw angeguckt und mit Ausnahme eines weniger schäbigen Looks und einem... haben wir das nicht schon mal vorgelesen? Irgendwie kommt mir das so vor. Er gibt 2 von 10 Punkten. Die Steff, das hatten wir da auch schon mit Geostorm, oder? Aber so ausführlich? Ja, weiß nicht mehr. Den Nikolas hatten wir doch auch noch nicht, oder? Also, die Steff hat jetzt zu Geostorm was geschrieben. Der Trailer hat irgendwie ganz was anderes für sie versprochen. Es war zu wenig Storm drin. Und in den anderen Filmen hat man haben die Hauptdarsteller, die sind immer irgendwie mittendrin und man kann richtig mitfühlen, während hier wird alles eher so von außen betrachtet. Und sie hat da noch ein paar interessante Infos zum Thema ISS mitgeschrieben. Einfach mal den Kommentar mal komplett durchlesen. Sie gibt insgesamt 6 von 10 deutsche ISS-Kommandantinnen. Der Nikolas hat uns einen netten Kommentar geschrieben, der hört uns seit 3 Monaten und Fortsetzung folgt, hört er auch. Und ihm gefällt, dass wir bei der Bewertung unsere Neutralität wahren und unsere subjektive Meinung nicht als allgemeingültig hinstellen. Stimmt so nicht, weil das, was wir sagen, ist eigentlich Gesetz hier. Also genau. Das muss eigentlich, wir machen das ja nicht zum Spaß. Das soll ja hier, ihr müsst das schon übernehmen, liebe Hörer, unsere Meinung. Es bringt ja nichts hier sonst. Nee, letzten Endes ist ja immer so, gerade bei Filmen ist ja alles Geschmackssache. Ich habe zum Beispiel gerade vom Sneakpot die Folge gehört über Blade Runner 2049. Da konnte ich viele Sachen halt auch nicht nachvollziehen, konnte aber zumindest als Hörer nachvollziehen, warum man das so sehen kann, wie die das gesehen haben. Und dann ist ja gut. Also wir berichten halt aus unserer Sicht und mir geht es halt auch so, ich
habe einige Leute so in meiner Filterbubble, Twitter, Facebook irgendwo, wenn die halt sagen, ja, ich habe den und den Film gesehen, den fand ich jetzt nicht so gut, dann weiß ich schon, ah, okay, da wird mir wahrscheinlich auch nicht gefallen, weil ich vielleicht einen ähnlichen Geschmack habe und vielleicht hilft das dann auch einigen weiter. Und er findet unsere Stimmen auch sehr angenehm, was ich beim Anhören von Podcasts immer sehr wichtig finde, ist doch gut. Zu der Serie Strike Back. Ach, anscheinend hat er die gekauft gehabt. Da war ja vor zwei Wochen. Strike Back basiert auf den Büchern von Chris Ryan. Zunächst gab es eine Miniserie mit 6 Folgen in der Hauptrolle Richard Armitage als John Porter. Er fand die Miniserie ganz okay, etwas zu militärisch. Und auf diese Miniserie baut die eigentliche Serie Strike Back auf, allerdings nur lose, dass man die Miniserie nicht unbedingt gesehen haben muss. Ah, interessant. Er schreibt ja noch sehr viel zu dieser Serie. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Ja, genau, das ist alles zu dieser Serie. Und er meint halt auch, dass man sich nicht drauf verlassen kann, wenn jemand im Hauptcast ist, dass der irgendwie die Folge überlebt. Also das ist so ähnlich wie Game of Thrones, meint er dann. Der Mirko hatte noch geschrieben, falls aufgrund der früheren Aufnahme der Folge 490 sein Kommentar unter Folge 489 untergegangen ist, er wollte erwähnen, dass das Kommentarfeld, ja, er hatte irgendwie ein technisches Problem gehabt mit einem bestimmten Firefox, glaube ich, dass wenn er einen längeren Kommentar geschrieben hat, dass da irgendwie das Feld zum Absenden nicht mehr sichtbar war. Hat mein lieber Hoster und Programmierer, der Matt, hat das behoben. Vielen Dank dafür. Der Thomas wollte wissen, warum kein neuer Podcast erscheint. Letzte Woche, Sonntag. Da liest anscheinend kein Twitter von uns, weil da habe ich nämlich geschrieben, dass keiner kommt. Und er hat am Donnerstag hat er sich Mord im Orient Express angeschaut. Kenneth Branaghs Neuverfilmung von Agatha Christies Krimi. Hat deutliche Schwächen. Zum Beispiel fand er den Film nicht spannend. 6 von 10 Punkten gibt er nur. So, habe ich noch irgendeinen vergessen? Irgendjemand zu einer älteren Folge was kommentiert? Ich finde gerade da nichts weiter. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr den Kinocast unterstützen möchtet, auf jeden Fall Kommentar schreiben zum Beispiel. Freuen wir uns sehr, wenn die Kommentarspalte lebt. Schreibt uns, was ihr gesehen habt im Kino oder im Fernsehen, welche Filme euch gefallen haben oder nicht gefallen haben. Bewertet uns auf iTunes, empfehlt uns weiter. Leuten, die vielleicht nicht genau wissen, was ein Podcast ist, zeigt denen einfach mal, wie sowas geht, wie man sowas anhören kann. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, findet ihr so einen Button, der heißt Danke für eure Unterstützung auf kinocast.net, ganz oben links. Da findet ihr diverse Möglichkeiten. Oder wenn ihr zum Beispiel bei Amazon was bestellen möchtet, klickt einfach vorher einen unserer Amazon-Affiliate-Links, dann kostet euch das auch nicht mehr und wir kriegen eine kleine Provision. So zum Beispiel hat das in den letzten 7 Tagen sind folgende Sachen bestellt worden. Vielen Dank an den oder die. Was sind das? Die Ficiano SP03 Black. Was sind das? Schnürsenkel. Oh, hat jemand Schnürsenkel bestellt? Okay. Ein Winkeladapter. F-Stecker auf F-Buchse. Das ist für eine SAT-Anlage. Das weiß ich sogar. Ein IE Geek Frameback. Ach so, eine Tasche fürs Fahrrad für vorne. Oh Gott, sagen die nicht gleich Fahrradtasche? Heißt das IE Geek Frameback? Esslingers Erzählungen von Traumfeen, Mondreisen und 687 Schäfchen. Die schönsten guten Nachtgeschichten. Hat bestimmt der Chris gekauft, dann liest er der Kate mal was vor. Nein. Nein. ein Set Glitzerschmetterlinge gießen. Da kann man irgendwie Glitzerschmetterlinge gießen. Hat wahrscheinlich jemand eine Tochter oder so. Was ist das? Ein Kartenlesegerät von Transcend für SDHC, Micro-SDHC und so weiter mit USB 3.0. Eine Blu-ray The Big Short, den hatten wir damals auch in der OV-Sneak, kann ich mich erinnern. Ziemlich starker Tobak für eine OV-Sneak. Ein 10er-Set F-Stecker-Verbinder hier für die SAT-Anlage. Was ist das? Ein Hundemäntelchen Super X Pet Coat. Bekleidung, warm, Haustierjacke, Hundepullover, Hundemantel. Da versucht jemand jede Menge Schlagworte in den Titel des Amazon-Artikels reinzubringen. Ja, Hundemantel ist gut, kenne ich. Spin Master Hatchie Mills Collectibles. Das sind irgendwelche Eier. Sieht aus wie Überraschungseier, da ist irgendwie ein kleines Pferdchen drin oder so. Mhm.
So, das war's. Ja, vielen Dank an den oder die, die sich da wiedergefunden haben, die einen Artikel bestellt haben, wo wir eine kleine Provision gekriegt haben. Super, vielen Dank. Und ihr könnt auch gerne Kontakt mit uns direkt aufnehmen. Zum Beispiel die Rätseladresse kate@kinocast.net. Den Chris könnt ihr gute Besserungswünsche. Achso, ist da eigentlich was angekommen? Wir hatten da einen Aufruf gestartet. Wir haben einen Aufruf gestartet. Nichts angekommen, hä? Oh je. Das Postfach quillt über. Nee, außer Spam meine ich jetzt. Achso. Nö. Außer Spam und Nina Dobrev. Ist schon okay, ist schon okay. Nina Dobrev Fan-Newsletter. Ja, eben. Ich war eh beschäftigt mit Nina, von dem her. Alles gut. Okay, ja. Ihr könnt immer noch einen Chris gute Besserung wünschen. Chris mit CH, Chris at kinocast.net. Meine Wenigkeit, Erik at kinocast.net, auch mit C. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann werde ich zwar keinen Sneak-Film gesehen haben, aber bestimmt irgendwie ein paar andere Sachen. Und Chris und Kate gehen ja in die Sneak. Dann werden wir auf jeden Fall wissen, was da kam. Vielen Dank fürs Mitmachen, Kate und Chris. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao. Bis bald im KinoCast. So, Aufnahme läuft jetzt. Pump up the jam. Pump it up. So, da haben wir was für die Outtakes. Es gibt Outtakes? Immer. Worum geht's denn hier Wenn eigentlich? Wenn du dabei bist, gibt's immer welche. Ah, okay.